Hallo zusammen und willkommen hier auf unser Adobe Live vom Sofa. Unser zweites Adobe Live vom Sofa. Gestern haben wir ja angefangen mit diesen täglichen Streams. Und heute sind wir zusammen mit der Ulla Lohmann. Hallo Ulla, wie geht's dir? Hallo, ja, liebe Grüße aus den Alpen. Ich bin hier in Hohenschäftlern in Bayern. In Bayern, in den Alpen. Oh, wie schön. Ja, ich bin ja selbst Schweizer und das ist, was ich am meisten vermisse, sind die Alpen. Und hallo Annabelle, hallo Ruth, hallo Stefan, Ute. Oh, ihr seid schon so viele hier im Chat drinnen. Wir warten noch auf den Chan. Der Chan, ich weiß nicht, wo der ist, aber wir haben heute eine gute Nachricht. Der Tim ist wieder dabei. Der fehlte ja gestern und wir fragten uns alle, wo ist der Tim? Ich hoffe, hoffentlich ist dem Tim nichts passiert, aber der Tim ist wieder da. Hallo Via Lucia, hallo Marin. Und Oliver, okay, perfekte Begleitung für den Sport, okay, super. Und dafür, der Chan hat mir gerade geschrieben und dann habe den Link nicht bekommen. Okay, wenn der Sven das mit dem Chan klären könnte, vielleicht kannst du ihn wieder schicken, den Link. Und ja, mach du das mit dem Chan, bitte, Sven. Ulla, erzähl uns ein wenig von dir. Wer bist du, was machst du und... Was werden wir heute mit dir machen? Ja, ich bin Abenteuerfotografin, ich bin auf Vulkane spezialisiert und ganz ehrlich, ich wäre jetzt gerade in Vanuatu bei einem ausbrechenden Vulkan. Und jetzt sitze ich hier im Wohnzimmer, aber ich freue mich natürlich riesig über die Gelegenheit, euch ein bisschen zu erzählen. Und unterwegs ist es ja meistens so, man hat wenig Ressourcen, also wenig Strom, wenig Speicherplatz, wenig Festplatten. Und da habe ich mir ein, zwei Sachen für euch ausgedacht, die hoffentlich für den einen oder anderen neu sind. Genau. Sehr cool. Warum fangen wir nicht gleich an und zeigst uns ein wenig, was für Fotos du machst? Oh, und der Chan ist hier. Der Chan. Hallo. Okay. Hallo, Chan. Hallo, hallo. Welcome back. Du hast die ganze Intro verpasst, Chan, aber das ist ja okay. Heute ist Dienstag und wir haben technische Probleme. Also Ulla, wenn du deinen Bildschirm teilen möchtest, dann können wir ja vielleicht deine Webseite sehen, dein Instagram und von dort anfangen. Genau, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht hier, ich habe die Bridge offen. Wer von euch kennt das? Also ihr kennt es wahrscheinlich alle, aber wer nutzt es denn wirklich? Später dazu mehr. Genau. Später dazu mehr, erst natürlich ein paar Bilder. Schaut mal, das kennen vielleicht ein paar von euch. Das war das Kampagnenmotiv von der 5D Mark IV. Ich durfte nämlich die neue Kamera als erster Fotograf weltweit für Canon testen und ich habe sie gerade mitten in den aktiven Vulkan mit reingenommen. Ich bin auf Vulkane und Urvölker spezialisiert, also auf Menschen, die um die Vulkane herum leben und natürlich deren Kultur, was mit Vulkanen zu tun hat. Ich habe auch gleichzeitig Umweltmanagement studiert. Das heißt, ich untersuche auch die Vulkane. Das hier ist mein Mann Basti, der hat Geologie studiert. Der seilt sich gerade in den Vulkan ab, um dort Proben zu nehmen. Das ist also quasi so mein übliches Büro. So schaut das aus. Das war quasi der Blick von unserem Zelt. Wow. Gar nicht schlecht, und, oder? Und was du hast von den Völkern erzählt. Was ist die Geschichte, die dich am meisten fasziniert hat von diesen Völkern, die du getroffen hast? Naja, ganz ehrlich, gerade auch wenn ich das Bild sehe, es ist die Kraft der Natur, mit der die Menschen tagtäglich leben. Weißt du, die haben einen ausbrechenden Vulkan vor der Haustür, die können sich das überhaupt nicht wissenschaftlich erklären. Also wir bilden uns ja ein, wir kennen das wissenschaftlich, können uns da irgendwie erklären, warum so ein Vulkan ausbricht. Aber die Menschen vor Ort, die haben einfach nur ihren tiefen Glaube an die Natur und diese Ehrfurcht vor der Natur. Und passend jetzt zum Thema, ich habe da auch gemerkt, wie wenig man eigentlich zum Leben braucht und nicht wie viel. Weißt du, jetzt diese ganzen Hamster-Einkäufe, also das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen, weil die Menschen dort, die haben nichts und die könnten sich nie in ihrem Leben vorstellen, den ganzen Vorratsschrank aufzufüllen, nur weil vielleicht in 2 Wochen mal irgendwie die eine Marke von Klopapier ausgeht, keine Ahnung. Und das ist einfach unglaublich faszinierend, diese Menschen und ihre Freude am Leben zu erleben. Da sind schon ein paar Fragen hier.
Der Chan wurde aus dem Arbeitszimmer gekickt, ja. und Jacqueline Hyde sagt, nutze Bridge kaum, aber Bridge ist eben da und wir werden heute mit der Ulla sehen, wie praktisch Bridge eigentlich sein kann, auch für Fotografen. Ja. Und natürlich auch für Grafikdesigner. Das ist so cool, dass man sofort alle Previews sehen kann von Illustrator, InDesign, Photoshop-Dokumenten. Und Florian fragt dich, ob bitte auch ein paar Nachtsternenhimmel editieren. Vielleicht können wir das machen. Wer weiß. Ich guck mal, ob ich Sterne Thomas, mit Vulkan habe. Der Thomas. Oh. Ja. Ein Sternenvulkan. Der Thomas sagt, sensationelle Bilder, Chapeau. Und Sabine auch, wow. Und Annemel fragt dich, wie kommt man dazu, sich auf sowas zu spezialisieren? Die Story dahinter würde mich sehr interessieren. War das schon immer deine Leidenschaft? Ich habe die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne gelesen. Und zwar, ich suche jetzt gerade so ein Vulkanbild, damit man die Stimmung besser hat. Ich wollte schon immer mal diese Reise zum Mittelpunkt der Erde antreten, aber ich wusste nicht, wie ich das machen sollte. Und ich habe mich schon immer für so Erdwissenschaften interessiert. Ich habe bei Jugendforsch teilgenommen und 3 Jahre lang so ein Uramphib rekonstruiert. Und über dieses Uramphib mit dieser Rekonstruktion habe ich den Jugendforsch-Bundessieg errungen und damit eben echt viel Geld. Also 1.500 Euro war für mich richtig viel Geld. Damit habe ich mir eine Weltreise finanziert, um eben so einen aktiven Vulkan zu finden. Ich habe nicht nur den Vulkan gefunden, sondern auch Menschen, die um den Vulkan herum leben und habe gesagt, da möchte ich mehr drüber wissen. Dann habe ich in Australien studiert, also Umweltmanagement, weil ich mich auf den Südpazifik spezialisieren wollte. Ich meine, guckt euch das an, die Menschen, die leben sehr ursprünglich, die haben andere Traditionen, andere Bräuche wie wir. Das ist total spannend und ich wollte da natürlich auch leben. Mhm. Und über das Studium bin ich dann auch an ganz besondere Geschichten und ganz besondere Menschen rangekommen und habe irgendwann dann auch meinen Traum von der Reise zum Mittelpunkt der Erde erfüllen können. Es hat aber echt lange gedauert und eigentlich bin ich zur Fotografie durchs Kochen gekommen. Jetzt ganz ehrlich. Was? Ja, das war so ein bisschen wie der Sprung ins kalte Wasser. Hier, der springt auch von so einem Turm aus Lianen in Vanuatu in der Südsee. Ich war auch in Vanuatu in der Südsee, als ich ein Team von National Geographic getroffen habe. Die waren unterwegs zu einem aktiven Vulkan, zu dem ich auch hin wollte. Und die habe ich einfach gefragt, ob ich für sie kochen kann. Mir ist nichts anderes in dem Moment eingefallen. Ich wollte unbedingt mit dabei sein und habe gesagt, darf ich kochen? Ich durfte nicht nur kochen, sondern auch Stative schleppen und war da unglaublich stolz. Und da habe ich mir das so ein bisschen abgeguckt, habe mehr über Fotografie gelernt, aber ich habe mir natürlich ganz viel selbst beigebracht und dann später raus meine eigenen Geschichten gefunden. Das heißt, ich habe nicht gewartet, bis mir irgendeiner einen Auftrag gibt, sondern ich bin selbst zu diesen Orten hingefahren und habe einfach fotografiert und hinterher versucht, die Bilder zu verkaufen. Der Thierry sagt auch großartig, ich bin total überwältigt. Ja, und auch ein paar Leute, die noch Bridge benutzen. Und meine Kids und ich sitzen ganz, ganz gebannt vor der Glotze. Ja, also vor der Adobe Live Glotze. Ja. Ja, super. Und hallo aus Potsdam von Carmen. Hallo zusammen. Ihr seid ja schon so viele hier. Das macht echt viel Spaß. Und ich hoffe, dass diese täglichen Adobe Live Streams euch auch Spaß machen. Ulla, Leute fragen natürlich auch, kannst du auch ein wenig zeigen, wie du mit den Programmen umgehst und wie du deine Fotos so machst und so. Das würde... Na klar. Übrigens noch eine einzige Sache zu diesem Foto und zu den Kids vom Fernseher. Checker Tobi, das ist so von Kika, haben wir jetzt einen großen Kinofilm mit dem Checker Tobi gemacht und der steht da oben am aktiven Vulkan. Also falls irgendwelche Kinder zugucken, ich bin diejenige, die auch im Checker Tobi Kinofilm im Vulkan mit dem Tobi ist. Wow, genau. Sehr cool. Letztes Bild. Stopp, vorletztes. Hier unser Zelt, das Zeltplatz, das wollte ich noch zeigen und meinen Arbeitsplatz vorm Vulkan. So arbeite ich. Genau. Wow, krass.
Ja, no risk, no fun, ne? Du lebst das ja quasi. Ja, aber es ist nicht so riskant, wie es ausschaut, weil da gehen ganz viele lange Jahre Vorbereitung drauf. Das heißt, ich habe den Vulkan genau studiert, untersucht, bin ganz oft hingefahren, habe auch Messungen dort gemacht, mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet und ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich habe echt mehr Angst, in München die U-Bahn zu nehmen, als da unten im Vulkan zu sein. Ich habe noch nie nachts in München die U-Bahn genommen, alleine. Ach krass. Kein Witz. Ich bin echt ein Angsthase, wenn es um Menschen und Städte und auch nachts so betrunkene Menschen, wenn es darum geht, das kann ich gar nicht ab. Ja, aber Wahnsinnsbilder. Genau. Sehr, sehr schön. Ich bin echt gespannt, was du uns jetzt in Bridge zeigst, wie du ja auch gemeint hast. Bridge ist so ein Tool, jeder kennt es irgendwie, jeder hat es schon mal gesehen, aber viele wissen gar nicht, wofür man es eigentlich gebrauchen kann. Und deswegen bin ich ganz happy, dass wir eigentlich heute unsere allererste Bridge-Session haben. So noch nie eigentlich richtig gehabt, ne? Mal so nebenbei auch bei uns immer nur mal nebenbei erwähnt, aber noch nie mal wirklich gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal wirklich einen Tag lang um Bridge und gucken uns mal an, was das Ganze bringt und was, ja, wie es funktioniert. Mein Lieblingstipp, meine Lieblingssache, die ich mit Bridge mache, ist mehrere Photoshop-Dateien nehmen und die in eine Photoshop-Datei als Ebenen reintun, tue, in einem Klick. Cool. Ja, und das kann nur Bridge. Das stimmt tatsächlich. Da habe ich jetzt überhaupt nichts dazu vorbereitet. Wenn es irgendeiner sehen will, musst du jetzt da vielleicht auch mal was raussuchen. Ich habe euch meinen kompletten Workflow mitgebracht. Das heißt, ich wollte euch einfach mal so zeigen, was ich mache. Weil wenn ich gerade unterwegs bin, so mitten im aktiven Vulkan, habe ich ja nicht genug Strom und die Zeit online, die Bilder alle in Lightroom zu importieren. Deswegen habe ich mir meinen Workflow mit Bridge so zurechtgebastelt. Als allererstes nehme ich die Speicherkarten und ziehe die von der Speicherkarte auf zwei externe Festplatten drauf. Das heißt, ich tue es beim Rüberziehen nicht umbenennen, ich tue nichts irgendwie an den Bildern machen, sondern tue es nur auf zwei unterschiedliche Orte sichern. Und dann habe ich eine Platte, meine Masterplatte, und mit der arbeite ich. Das heißt, das allererste Schritt tue ich die Bilder umbenennen. Weil gerade, ich meine, wenn ich da von einem Job zurückkomme, so einen Tag am Vulkan sind halt gleich mehrere tausend Bilder und so eine Expedition, 4 Wochen, schätzt mal einer, mit wie vielen Bildern ich da nach Hause komme. Bestimmt 3000, 4000? Aha. Komm, habt ihr ein paar Schätzungen? Ich kann die Antworten gar nicht lesen von den Leuten. Sehe ich das irgendwo? Wir haben auch das dauert Latenz, Moment, das heißt. Dauert ungefähr 30 Sekunden. Also, wie viele Bilder? Gucken wir mal, was die im Chat sagen. Genau. Wie viele Bilder in 4 Wochen? Genau, und derzeit kannst du vielleicht nochmal 2 Themen ansprechen. Das eine ist, für diejenigen, die jetzt Bridge noch gar nicht kennen, aus deiner Sicht, wie würdest du Bridge beschreiben? Was macht Bridge für dich? Was ist so deine Umschreibung dafür? Bridge ist ein Betrachtungsprogramm für Bilder, um das alles übersichtlich darzustellen. Oder was heißt nicht nur für Bilder, sondern für alle Adobe-Daten. Das heißt, ich kann alle Daten, Informationen auf einen Blick sehen und ich kann sie auch bearbeiten. Also es ist ein, ich will jetzt die ganze Zeit sagen, Archivierungsprogramm. Lightroom ist für mich ein Archivierungsprogramm. Bridge ist für mich ein Sortier- und Betrachtungsprogramm. Macht das Sinn? Ja. 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 Da kommen ganz viele Nummern rein. Das geht von 10.000 bis 50.000, 100.000, Irina, Thomas Deutscher, 100.000. 100.000 habe ich tatsächlich noch nicht geschafft, aber ja. 50.000 ist ohne Probleme mal so eine Nummer, eher 60.000. Ja, ne? Und muss ich die Bilder komplett schnell editieren können. Das heißt, du musst ja dann auch theoretisch alle paar Monate mal dein Body wechseln, oder? Oder hält das der Verschluss aus? Also ich fotografiere immer noch mit der Kamera, die ich da unten im Vulkan hatte. Das war 2016. Krass. Ja. Ich dachte immer so, nach 200, 300.000 Mal knipsen ist eigentlich bei vielen Schluss. Also ich würde jetzt keinem raten, mein gebrauchtes Equipment auf eBay zu kaufen. Aber das hält alles viel, viel, viel mehr aus, als dass die Hersteller angeben.
Also die Kamera ist jetzt tatsächlich von mir auch Feuer erprobt. Die habe ich in der Hitze fotografiert, dass ich mit meinen Händen sogar einen Hitzeschutzhandschuh gebraucht habe und im Hitzeschutzanzug gesteckt habe. Aber ich konnte trotzdem noch fotografieren und die Kamera hat immer noch funktioniert. Also solche Tests, das geben die Hersteller nicht an, aber generell können die Kamera, egal von welchem Hersteller, die können einfach viel mehr. Ich würde es aber jetzt nicht unbedingt ausprobieren zu wollen. Das ist immer die Sache, ne? Man muss ja immer vorsichtig sein, was man angibt, weil am Ende wird man halt sonst drauf verhaftet. Mhm. Ja? Das sind eher so dann die Dunkelziffern. Klar. Deswegen sagt man ja auch, dass irgendwie, wenn ein Gerät dann irgendwie vielleicht wasserfest ist, aber man nicht das Risiko eingehen will, dass die Leute halt einem was sagen, dass man halt sagt, okay, ist es Spritzwasser geschützt. Das ist also ein Step zurück. Ja, ich mache ja auch so Vorträge und zeige die Kameras und wollte jetzt bei der Fotokina so einen Vortrag machen, um zu zeigen, dass die Kamera wasserdicht ist. Und ich habe gesagt, ich gieße da mit der Gießkanne das Wasser drüber. Fällt die ohne Probleme aus, echt, ohne Witze. Aber das wollten die dann irgendwie nicht, weil wenn es einer nachmacht und doch was passiert. Genau. Und der Sebastian sagt, super Bilder, das ein oder andere Bild hatten wir bei Galileo Big Pictures schon in der Sendung. Tatsache. Ja. Sebastian. Und via Lucia, ich habe öfter Fotos von ihr und ihren Werken gesehen und immer wieder fasziniert. Ja, ist faszinierend. Danke. Ja, du bist bekannt, Ola, wie du siehst. Ja. Wollt ihr wieder zurück zur Bridge? Yes, ja, gerne. Also ich lese mir die Kommentare auch gerne durch und hinterher freue ich mich dann auch über jedes einzelne Kommentar oder auch über Instagram, wenn ihr mir da eine Nachricht schreibt. Also da würde ich mich sehr drüber freuen. Aber jetzt zurück zu meinen Bildern. Ich habe hier was von einer Fotosession mitgebracht. Die Dame kennen vielleicht auch die meisten. Das ist die Jane Goodall. Und zwar durfte ich sie fotografieren, gerade ganz kurz vor Corona schauen wir jetzt mal nach, Metadaten, kann man nämlich alles auf einen Blick sehen, 19.02. Das war übrigens der Geburtstag meiner Oma. Aber die Jane Goodall hat sich auch sehr über unseren Besuch gefreut. Das war fürs Magazin Mondberge. Und ihr seht, ich habe hier 340 Bilder, für mich relativ wenig, aber tatsächlich hatte ich nur eine Viertelstunde Zeit, während einem Interview sie zu fotografieren, weil ihr ging es tatsächlich überhaupt nicht gut. Und ich muss sagen, ich war auch echt geflasht, die Frau so vor mir zu sehen und erleben zu dürfen. Was mache ich, wenn ich die Bilder fotografiert habe, auf meinen Festplatten gespeichert? Ganz einfach, ich benenne sie um. Weil, wenn man viel fotografiert, braucht jedes Bild eine unverwechselbare Nummer. Command Alt, Apfel A, was auch immer, alle Bilder markieren. Und dann kann man das einfach unter Werkzeuge, Stapelumbenennung so anpassen, wie man das möchte. Ich mache das, kann ich mir auch meine Presets speichern, Nummerierung, Presets, wie auch immer man das möchte. Ich habe für euch jetzt mal mache was Neues. Und zwar benenne ich die Bilder immer um in Jahr, Monat, Tag und dann die fortlaufende Nummer. Ganz einfach. 200219. Deswegen die Reihenfolge, damit ich später, wenn ich mehrere Bilder, zum Beispiel von Vanuatu, wo ich viele Jahre war, wenn ich die alle zusammen in einen Ordner schmeiße, kann ich dann mit dem Namen sortieren lassen und muss das nicht über eine andere Suchfunktion machen. Dann meine Sequenz. Indexzahl, dreistellig bei so wenigen und umbenennen, zack, da seht ihr auch in Echtzeit, wie schnell es bei 340 Bildern geht, nämlich echt schnell. Und schon sind sie alle umbenannt. Tada. Na, komm schon. Na? Ja. Ich glaube, das ist, genau, hier, das dauert ein bisschen die Übertragung mit dem Bildschirm. So ist es. Genau. Und dann gehe ich natürlich hin und gucke jedes einzelne dieser, gut, 340 Bilder ist nicht schwer, aber dieser 60.000 Bilder von einem Job gucke ich dann jedes einzelne durch. Ich markiere sie dann mit Sternchen für meine besten Bilder. Ich zeige euch jetzt mal eins von der Jane Goodall und dann gehe ich wieder zurück zu meinen Vulkanbildern. Da hat die Jane quasi gezeigt, wie sie so eine Berührung mit dem Affen macht. Finde ich für mich ein sehr berührendes Bild, aber ich habe auch viele, viele andere sehr künstlerische, die man dann irgendwann in Mondberge bestaunen kann, hoffentlich. Genau. Hat jemand noch Fragen zu dieser Umbenennung? Nicht zu der Umbenennung, aber generell zur Benennung. Der Frank hat nämlich gefragt, kann man
bei Bridge auch praktisch Tags und Metadaten hinterlegen. Ja, kann man alles. Und zwar, ich zeige es euch gleich, wie das geht. Also Metadaten sind sowieso alle immer hinterlegt. Man kann hier die Fenster auch anpassen und eben hier seht ihr die Änderungsdaten, mit welchem ITPC-Core, da kann ich dann die Stichworte eingeben, Metadaten, die quasi meine Kontaktdaten und alles. Und hier sind die Kameradaten. Blitz hat nicht geblitzt, finde ich auch sehr lustig. Genau. Ich durfte keinen Blitz verwenden. Ich habe mir solche schönen Szenarien ausgedacht mit Blitz. Aber dann, weil es der Jane nicht gut ging, habe ich alles mit Umgebungslicht machen müssen, was aber auch so halbwegs funktioniert hat. Hast du das selbst reingeschrieben oder war das automatisch, dass das Bridge gesagt hat nicht geblitzt? Das wird alles automatisch von der Bridge. Also von der Kamera. Das mache ich nicht, genau. Von der Kamera wird es an Bridge übermittelt. Hat nicht geblitzt. Guck mal, ganz genau, ganz wichtig. Ich guck mal, ob ich meine Metadaten anhängen kann. Ihr seht, hier sieht man Metadaten Indonesien Geo. Ich habe gerade für Geo eine große Reportage in Indonesien fotografiert. Da habe ich mir so ein Set Metadaten gemacht, wo ich dann auch die Stichworte reingeschrieben habe, wo das ist. Und weißt du, so, es war um einen Vulkan in Indonesien. Da waren die Stichworte alle gleich. Und da habe ich ein Set angefertigt. Und mein Standardset ist einfach nur Ulla. Das sind dann meine Daten, meine Kontaktdaten drinne. Das sieht man dann gleich, genau, hier. Ich mache das ein bisschen größer, Ulla Loma, Blüchersteig, hier mit der Webseite. Und da kann man quasi relativ schnell auch für alle Sachen die gleichen Metadaten anhängen. Ich mache jetzt mal Jane Goodall, ich schreibe das in die Überschrift rein. Jane Goodall mit einem Mensch, bin ich bescheuert. So. Jetzt, wenn ich auf 1 draufgehe, sieht man das, dass es sofort auf allen kommt. Genau, ist auf allen drauf. Ich glaube, ich habe die arme Dame trotzdem falsch geschrieben. Gut. Ich würde jetzt sagen, ich gehe zu meinen Vulkanfotos zurück. Und zeige euch da von dem letzten, wann war ich das letzte Mal dort? Ich glaube im November. Da habe ich nämlich Bilder, die ich noch nicht editiert habe. Da habe ich jetzt richtig schön viel Zeit dazu zum Editieren dieser Bilder und würde euch da einfach so mal komplett von so einem Shooting zeigen, was da in ein paar Stunden rausgekommen ist. Ich habe das schön in meinem Ordner abgelegt. Das Gute ist auch, ich kann hier meine Ordnerstruktur auch durchgucken und quasi in meine ganzen Ordner reingehen. Ich glaube, ich habe euch auf dem Desktop abgelegt unter Adobe Live. Ach nee, stopp, hier. Ich habe ja extra ein Fenster. Schaut mal, ich habe schon vorbereitet, extra ein Fenster. Genau. Hier ist jetzt 1000, seht ihr das da unten, 1257 Fotos von ein paar Stunden. Aber der Basti hat sich in dem Moment runter in den Vulkan abgeseilt und es ging darum, Proben von den Gasen zu nehmen. Ich habe quasi die ganzen Bilder alle schon das erste Mal gesichtet. Ihr seht auch, die sind alle mit einer fortlaufenden Nummer versehen, sind alle umbenannt und ein paar haben diese Sternchen. Jetzt kann man wunderbar, wie auch bei Lightroom, hier nach den Sternen filtern. Ich klicke jetzt an. Das dauert normalerweise nicht so lange. Also hier ist immer so 1-2 Sekunden Verzögerung, aber ich glaube, das ist wegen der Übertragung. Und so sieht man dann die Bilder. Genau. Und ich hatte unterwegs natürlich das Riesenproblem, dass der Vulkan ziemlich starke Gase entsendet. Das heißt, das Bild erscheint immer so ein bisschen leicht schwammig, ein bisschen leicht unscharf und ein bisschen so diesig. Und deswegen, das wollen wir ja nicht, hat es viele, viele, viele Fotos gedauert, bis da halbwegs ein schönes dabei war. 2 Fragen an dich. Ja. Erste Frage, riecht das Gas?
Gute Frage. Das Ja, Gas bitte. sticht in der Nase. Und das ist so ein stechender Geruch, dass man das eigentlich fast nicht wirklich riecht. Also so, vielleicht kennen einige von euch diese Schwefelfelder von Neuseeland oder Yellowstone Ja. in Amerika. Das riecht nach faulen Eiern. Dort im Vulkan drin sind die Gase viel stechender, so dass man den Geruch gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn wir 2, 3 Wochen oben am Vulkan sind, teilweise sind wir da einen Monat, sitzen wir da am Vulkan und warten auf den richtigen Moment. Wenn wir dann wieder nach unten kommen, also ins Dorf, wo man auch blühende Bäume hat, dann merke ich auf einmal, wie die Welt wieder riecht. Das ist total Krass. Spannend, dann, dass diese Gerüche wieder zurückkommen. Aber am Vulkan an sich wird es eher betäubt. Also es ist jetzt nicht so eine Art Stechen, wie jetzt zum Beispiel bei, beim Feuerzeuggas. Ne? Wenn du das jetzt irgendwie mal so einfach anmachst und dann dran riechst, dann riecht das ja auch nach Gas, aber nicht eben dieses Schwefelgas, sondern wirklich so ein Stechen. Guter Vergleich. Ja, tatsächlich, so ein bisschen ist das. Die Gase Okay. sind allerdings nicht giftig. Also die sind nicht gut für die Atemwege. Gerade wenn man sich anstrengen muss, ist es wirklich echt schlecht. Da muss man eine Gasmaske tragen und durch die Gasmaske zu atmen, muss man auch lernen. Aber es gibt ein Gas, Kohlenmonoxid, gegen das schützt die Gasmaske nicht. Also das ist das einzig giftige Gas, das es bei Vulkanen gibt. Allerdings nicht bei diesem Vulkan. Das heißt, Verstehe. wir haben es noch nicht dort gesehen. Aber als wir das erste Mal, ihr habt ja vorhin das Bild noch im Kopf, wo wir am Vulkan gezeltet haben und im Vulkan übernachtet haben. Das habe ich ganz kurz gezeigt, so 2 Zelte vor dem Vulkan. Da haben wir beim allerersten Mal Nachtwache geschoben und jetzt haben wir so ein Kohlenmonoxidmeter, so ein Messinstrument, was anschlägt, aber damals hatten wir einfach nicht das Geld und wir haben eine Kerze brennen lassen. Wenn die Kerze nämlich ausgeht, heißt es, dass sie keinen Sauerstoff mehr hat. Das heißt, die ganze Zeit hat eine Nachtwache gemacht, um diese Okay. Kerze beim Brennen zu überwachen. Und wisst ihr was? Die ist ständig ausgegangen. Oh nein. Aber wegen dem Wind. Ja, genau. Ach so, das ist okay. echt doof. Aber das wäre jetzt noch mal eine zweite Frage auch gewesen, tatsächlich, weil wenn du jetzt von ganz vielen Gasen sprichst und jetzt auch gerade sagst, ich habe eine Kerze angemacht, das Gas ist also nicht entflammbar oder nicht leicht entflammbar. Nee. Okay. Weil das wäre so ein bisschen, ne, wenn du dann auf einmal irgendwie aufpassen musst, dass du da einen Funken machst oder so und nicht, dass dann irgendwie überall um dich herum es anfängt zu knallen. Also so heiß sind die Gase an dieser Stelle nicht. Es gibt andere Okay. Vulkane, zum Beispiel den Kawajan in Indonesien. Das ist ein Schwefelvulkan, der tatsächlich so heiße Gase hat, die da rauskommen, dass sie sich selbst entzünden. Oh, krass. Dann brennt das nachts ganz blau. Da habe ich auch irre Bilder davon. Und das ist tatsächlich sehr leicht entflammbar. Aber bei dem Vulkan, so weit da unten, gut, wir haben da noch kein Feuerzeug gezündet, aber ein bisschen weiter weg ist es eigentlich gar nicht so heiß, wie man sich das vorstellt. Weißt du warum? Warum? Die heißen Gase steigen direkt nach oben auf. Das hat man ja in Physik vielleicht gelernt. Heiße Luft steigt nach oben und hat dann Platz, macht dann Platz für die kalte Luft, die dort abfällt. Das heißt, es entsteht so eine Art Aufwärtsbewegung und Abwärtsbewegung. Ja. Entropiefluss, dann, okay, verstehe. Ui, okay, dann musst du mir noch mehr erklären. Aber das ja, heißt, die einzige ja. kalte Luft, die es gibt, die fällt dann unten am Vulkan hin. Wenn du direkt oben drüber stehst, über dem Vulkan, auch wenn es nur, wenn es 500 Meter davon entfernt ist, ist es direkt oben drüber immer noch total heiß und teilweise heißer, als wenn du direkt an der Seite nebendran stehst, aber mehrere Meter vom Kraterrand entfernt. Krass. Ja. Das ist echt super spannend. Also ich habe da immer so großen Respekt vor, weil das immer so wahnsinnig aufregend und gefährlich aussieht. Ne? Man sieht ja auch hier in der kleinen Vorschau schon, alles lodert und brubbelt und ne? jederzeit, man hat das Gefühl, jederzeit könnte das Ding ein paar Lava-Stückchen oder Tröpfchen auf dich in deine Richtung sprießen lassen quasi. Ja, also diese Lavabomben sind tatsächlich nicht so ohne. Da muss man schon ganz gut wissen und gut beobachten, in welche Richtung die gerade fallen und wie der Vent, also der Schlot, wie der ausgerichtet ist. Der ist nämlich tatsächlich nach einer Seite ausgerichtet und da muss man sich überlegen, wo man sich hinstellt, wie steht der Wind, wo gehen die Gase hin. Also da gehen ganz, ganz viele Berechnungen rein. Krass. Ja, genau. Die Fotos habe ich jetzt für euch schon mal vorsortiert. Ich habe jetzt meine 1 Sterne so ein bisschen für euch jetzt hier so durchgescrollt.
Aber aus den 1 Sternen werden natürlich auch 2 Sterne. Und das sind jetzt so meine besseren Bilder, die ich mit 2 Sternen markiert habe. Und dann ist bei der Bridge einfach das Spannende, ich kann Bilder ganz, ganz schnell auch kurz bearbeiten. Hier seht ihr das Bild, das kann ich nicht so wirklich von dem hier unterscheiden und deswegen will ich das mal ganz, ganz kurz einfach grundmäßig bearbeiten, um zu gucken, was da jetzt eigentlich noch dahinter ist. Und ich mache das mit einem anderen. Machen wir mal so. Ohne das jetzt zu bearbeiten, ich habe hier, das ist fast dieselbe Situation. Ich habe das hier einfach ein ganz kleines bisschen schon bearbeitet und ich kann diese Bearbeitung, damit es mir bei der Entscheidung hilft, über die anderen drüber legen, indem ich auf das bearbeitete Bild gehe und dann, stopp, alle auswähle natürlich, und dann Einstellungen synchronisieren mache. Und jetzt habe ich eben diese Bearbeitung, die ich auf dem einen Bild schon hingelegt habe, auf den anderen, was mir ganz, ganz schnell bei der Entscheidung hilft. Und so kann ich mich zwischen diesen ähnlichen Bildern sehr schnell entscheiden. Das hier finde ich natürlich viel besser, viel gewaltiger. Die anderen sind noch viel diesiger, viel gasiger. Und jetzt, genau, zeige ich euch, wie man sowas ein bisschen mit der Bridge eben grob bearbeitet. Und das Wichtige ist auch, dass alle diese Sachen, die man in Bridge macht, sind natürlich nicht destruktiv. Also das sind alles Sachen, die weggenommen werden können. Und man kann immer zurück zum Originalbild. Ganz genau, ganz genau. Also da könnt ihr euch auch gerne das Original angucken. Oh, das habe ich jetzt auf der Seite. Dann mache ich einfach Standard, wie es war. Dunst entfernt habe ich hier noch ein bisschen zugegeben. Und so schaut das Bild original wieder langweilig aus. Das andere war langweilig. Ein bisschen... Gut. Für Olas okay. Verhältnisse langweilig. Ja, ja. Ja. Ah, kenne ich schon, habe ich schon alles gesehen. Ja, Matsch. Ja, unten ist ein bisschen matschig und hinten, das war mir ein bisschen zu quietschig. Aber ich will halt immer nur ganz, ganz, ganz schnell sehen, was in dem Bild drin steckt und wie, so kann ich besser unterscheiden. Weil in dem Stadium, wo ich jetzt gerade bin, zwischen 2, 3, 4 Sternen mir überlegen, was da meine besten Bilder sind, die 5 Sterne bekommen, muss ich tatsächlich auch öfter mal zwischen 2 Bildern hin und her mir überlegen. Zum Beispiel bei dem hier. Das ist auch wieder so eine Reihe, wo ich sage, okay, die sind eigentlich alle ganz spannend, aber welches ist das schönste Einzelbild von denen? Und so, wie es jetzt ist, oder ist es überhaupt gar keins von denen? Und deswegen mache ich das ganz einfach mit allen markieren und dann Command oder Apfel R drücken und dann geht der RAW-Converter auf. Übrigens, die Bridge ist tatsächlich kostenlos, aber wenn du den RAW-Converter nehmen willst, da brauchst du ein Abo. Also um die Bridge kostenlos zu nutzen, brauchst du halt ein Adobe-Konto, aber das gibt es ja auch kostenlos, nur damit der RAW-Converter aufgeht. Ich glaube, dazu brauchst du das Abo. Genau. Das wird ja auch sehr, sehr oft geupdatet mit neuen Profilen, mit neuen Kameras, mit neuen RAW-Profilen und so, ja. Also ich finde, es ist definitiv auch das Geld wert, weil ich arbeite da so viel damit und es geht so schnell und macht auch so Spaß. Und ganz ehrlich, wer hier sitzt und denkt, er braucht keine Bildbearbeitung, der soll sich dann nur mal angucken, was wir später mit diesen Bildern machen und es würde halt so nicht gehen. Aber, Gabi fragt auch, ja? Sorry, mach erst weiter, mach ruhig deinen Satz zu Ende erstmal. Nee, aber das Ding mit der Bildbearbeitung ist, es muss nicht immer unbedingt extrem lange sein. Gerade in der Reportage, wo ich ja viel mehr Zeit draußen verbringen möchte als am Computer, geht es bei mir auch darum, möglichst schnell zu einem schönen Ergebnis zu kommen. Was fragt die Gabi? Genau, die Gabi hat nämlich gefragt, wenn sie jetzt praktisch das Bild ein Bild in Photoshop öffnen würde, ob dann die Bearbeitungen von Bridge dann auch direkt zu sehen sind, beziehungsweise was man dann tun muss. Na klar, liebe Gabi. Dann mache ich es mal ganz kurz hier vor, bearbeite ich es mal ein kleines bisschen und dann können wir es im Photoshop öffnen. Sehr gut. Und Stefan hat gefragt, wie lange belichtest du denn, wenn der Vulkan ausbricht? Tolle Frage vom Stefan.
Es kommt total drauf an. Lieber Stefan, darf ich dir gleich nochmal zwei verschiedene Bilder, also wenn wir das hier fertig haben, im Photoshop kurz geöffnet, dann zeige ich dir ein anderes Bild, wo ich viel länger belichtet habe. Weil bei mir kommt es immer so auf den Effekt drauf an, was ich haben möchte, ob ich wie beim Wasserfall die einzelnen Tropfen zeigen möchte, sprich wie hier die einzelnen Lava-Bomben, so heißen diese Brocken, oder ob ich das als Fontänen zeigen möchte, wie vorhin zum Beispiel bei dem Bild mit dem Checker Tobi drauf. Und deswegen kann man das nicht so pauschal sagen, aber ich zeige dir da gerne zwei Beispiele, damit du sehen kannst, was unterschiedliche Belichtungszeiten auch bewirken. Der Checker Tobi. Ja, ja. Früher hieß er mal Checker Chan. Ja, den gibt's auch noch. Bist nicht du das? Zwei. Nee, ich finde das nicht. Ah, du checkst es aber auch immer. Ach so, also okay, die haben den nicht ersetzt, sondern es sind zwei verschiedene Checker und jeder checkt was anderes auf Kika. Genau, okay, ja, alles kann ja einer nicht machen. Okay, verstehe. Checker-Tobi und der Checker-Chan. Ihr habt mich jetzt gerade schon ein paar Regler ziehen sehen. Ich muss gestehen, es sind nie wirklich viele Regler, mit denen ich da in der Bridge arbeite, weil ich möchte ja bei der Reportage so, dass das Bild möglichst authentisch so ausschaut, wie ich es vor Ort gesehen habe, aber natürlich alle Feinheiten trotzdem rausholen. Das heißt, ich gehe als erstes mal mit den Lichtern immer runter. Gerade bei der Lava ist es so, dass natürlich die hellen Flecken sehr schnell zu hell wirken. Und wenn man es ein bisschen runterholt, ihr seht, wie dann auch das Gelb viel mehr zum Tragen kommt und wie das dann mit diesem roten Feuerball viel, viel, viel schöner wird. Die Tiefen habe ich hier hochgezogen. Das mache ich automatisch immer bei den Landschaftsbildern. Ich gucke einfach immer, was im Bild drinne steckt. Ich habe meine Bilder vor Ort immer richtig belichtet. Das heißt, auf dem Histogramm schlägt die Kurve bei meinen Fotos nie im ganz dunklen Bereich an oder im ganz hellen, seitdem ich will das so. Weißt du, so ein High-Key-Bild bei ja, Werbung, sowas, wo alles schön ausschauen muss oder bei Hochzeitsfotografie, da kann es auch mal ruhig ausschlagen. Deswegen sage ich nie. Aber ich setze es dann bewusst ein, dass es irgendwo ausschlägt. Bei meinen Reportagebildern versuche ich, dass es immer alles so ist, dass ich hinterher noch das Optimum rausholen kann. Hier bringt mir Tiefenaufhellen nicht wirklich was. Ihr seht, dieses matschige Grau bleibt matschig grau, deswegen bleibe ich da lieber ein bisschen weiter unten und ich will ja dieses Schwarz, dass es ein bisschen dunkler ist. Das heißt, ich mache mit dem Schwarzregler meistens auch was vorsichtig, dass ich da ein bisschen Schwarz dazugebe, aber mit dem Weißregler, gerade bei der Lava, seht ihr, wie das dann nochmal eine schöne Färbung gibt. Ruhig bitte immer zum Extrem ziehen und dann zurückziehen bis dahin, wo es euch am besten gefällt. Bei der Bearbeitung, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich habe nämlich zwei Monitore. Ich habe einen farbkalibrierten, ganz tollen ISO-Monitor und ich habe einen billigen MediaMarkt-Monitor. Ich bearbeite, wenn ich die Bilder online bearbeite, bearbeite ich die auf beiden Rechnern. Das heißt, es muss auf beiden gut ausschauen. Die meisten Leute zu Hause schauen sich es entweder auf dem Handy an oder irgendwie auf einem eher billigeren Monitor. Seitdem ihr seid vielleicht die Grafiker, ihr habt den tollen ISO. Also für jeden muss da das schöne Bild dabei sein. Wenn ich es für den Druck vorbereite, mache ich das natürlich nur auf dem ISO. Aber generell habe ich es immer auf meinen zwei Bildschirmen und schaue, dass es bei beiden ungefähr passt. Genau. Ich liebe euren Strukturregler für die Landschaft. Den gibt es noch nicht so lange. Genau deswegen lohnt sich auch immer so eine Cloud, so ein Cloud-Abo, weil es doch immer wieder neue Sachen gibt. Es gab vor einer Weile den Dunstentfernungsregler. Der ist gerade bei solchen diesigen Vulkansachen auch ganz spannend. Aber ich muss sagen, der Strukturregler für Landschaft, probiert das einfach mal aus. Ich finde das echt schön. Genau, so. Das, ihr seht, wie das einfach auch viel, viel, viel mehr Struktur bekommt. Und ganz ehrlich, ein bisschen Kontrast noch rein, so vielleicht. Und ja, die Farben gefallen mir noch nicht so ganz, noch ein bisschen matschig. Ich versuche das meistens ganz grob in der Bridge über den Farbton erstmal zu regeln. Und später kann ich dann in die Kanäle reingehen. Hier hat man nämlich auch die Teiltonungen
quasi wie im Lightroom, wie im Photoshop, das ist derselbe RAW-Converter wie vom Photoshop, dass ich da eben den Farbton anpassen kann, die Sättigung und die Luminanz. Farbton, hier seht ihr Orange-Gelb-Töne, kann man dann natürlich damit ganz viel noch rumspielen, aber ich möchte es jetzt eher mal bei der grundlegenden Bearbeitung lassen und sage, so passt es jetzt fürs erste Mal halbwegs. Oder was würdet ihr sagen? Hättet ihr da noch einen Vorschlag? Genau, könnt ihr gerne einfach mal als Kommentar bei uns auf Behance in den Chat schreiben und dann kann die liebe Ulla mal gucken. Also wir lesen es natürlich vor. Ja, weil ich mache mir immer ich überlege mir immer, wie das Bild für mich dann gewirkt hat und wie ich es bearbeiten möchte, um diesen Effekt noch mehr rauszuarbeiten. Für mich hat das einfach diese Kraft der Natur, dieses Gewaltige und auch diese Gase, die haben für mich am allermeisten gewirkt. Und deswegen wäre jetzt für mich nach dieser absolut grundlegenden Bearbeitung wäre eine selektive Bearbeitung dran, weil ich mir überlegt habe, vielleicht diese Gaswolke, die kann man noch ein bisschen mehr rausarbeiten. Aber welches von meinen drei Bildern ist es denn wert, jetzt noch selektiv bearbeitet zu werden? Wir haben ja quasi drei Bilder ausgesucht, die so ähnlich waren. Und jetzt, ihr seht, die sind hier alle markiert, während ihr die Kommentare schreibt, was ich noch machen soll, zeige ich euch das hier, dass ich jetzt die Einstellungen ganz einfach schon, also sie sind schon synchronisiert, weil ich alle drei ausgewählt habe, aber ich könnte sie jetzt einfach nochmal synchronisieren. Jetzt gehe ich auf Fertig und kann mir sie hier dann im Vollbild anschauen, diese drei Bilder. Wie gesagt, es dauert ein bisschen wegen der Live-Übertragung. Zack. Das hier ist das eine, das hier ist das andere und das hier ist das letzte. Hui, welches sollen wir nehmen? Wow. Rufus, Can, ihr dürft sagen, welches? Krass. Ich habe diese Teile im Feuer drinnen so gern. Also das, wo die Sachen so rumfliegen, das sieht so cinematisch aus. Mhm. Mhm. Also directed das hier, by Michael Bay. Ja. Stimmt, also das hier oder das hier. Da fliegen noch ein bisschen gut, mehr ja. raus. Genau, ich finde das, weil da unten auf dieser Terrasse, hier unten seht ihr, das ist es auf dieser Terrasse, da liegen die noch und die fliegen da am weitesten. Gut. Und die Jane fragt, schmeißt du Bilder auch weg? Wenn ich Zeit habe, ja. Das heißt, ich finde es, gut, wenn ich Zeit habe, also nie, Plattenplatz kostet heute nicht mehr so viel. Wenn ich die Bilder durchgucke und mir überlegen soll, welches Bild ich wegwerfen will, das heißt, nie mehr anschauen möchte, braucht es mehr Zeit, weil ich auch negativ da dran gehe. Weißt du, ich sage, welche sind meine schlechtesten Bilder, weg damit. Und deswegen mache ich das nur, wenn ich Zeit habe, wenn ich mir wirklich sicher bin. Ich bin froh, dass ich das noch nicht am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Da hat mein fotografischer Stil nämlich noch nicht festgestanden. Da habe ich Bilder, die ich heute sage, boah, sind das schöne Bilder, einfach nicht ausgesucht. Ich bin teilweise wirklich durch mein Archiv gegangen und habe nochmal eine neue Bildauswahl gemacht, weil sich die Sichtweise geändert haben. Die Methoden und die, ja, so dieser Instagram-Look und so, das hat sich ja alles erst über die Jahre rausgebildet. Das ist ein bisschen so wie die Mode. Deswegen vielleicht vorsichtig sein beim Wegschmeißen, aber gut, manche Bilder, du, das ist Müll, das ist Festplattenplatz, kann man auch löschen, aber ich bin da echt vorsichtig damit. Vielleicht jetzt habe ich ein bisschen Zeit, ein paar zu löschen, aber ich mache es trotzdem nicht. Löscht ihr Bilder? Eigentlich schon, ja. Also, ja. Ich bin ja zum Beispiel auch Lightroom Mobile User, deswegen ist es für mich dann so, okay, ne, die Top 5 schaffen es rein und es sind eh Bilder, die ich jetzt auch nicht wie du es für den Zweck des Drucks oder für größere Aufträge nutze, sondern eher halt, die landen bei mir auf Instagram. Ne? Ja, und dann ist es so, okay, da brauche ich jetzt nicht die anderen 12 ähnlichen Bilder von mir selbst noch zu behalten, weil wenn ich es einmal gepostet habe, dann ist es halt draußen und gut ist. Ja, und Gabi löscht nur unscharfe Bilder. Ja, also wenn du da kommst, kannst du auch abwarten. Oder wo der Finger vorne drauf ist und solche Sachen. Und Cordula fragt, ISO 4000, liegt das am Dunst? Dann ist ja bestimmt nicht so dunkel.
Ah, gute Frage von der Cordula. Warte, ich guck mal. Metadaten ISO 4000. Ich bin 6,3er Blende und ein 80stel. Ganz, ganz toll aufgepasst. Es ist tatsächlich relativ duster dort unten im Vulkan. Und ich hätte mit einer offeneren Blende fotografieren können. Das wäre so das Einzige. Aber ich wollte diese Lava-Brocken auch relativ scharf haben. Wenn ich nur mit offener Blende fotografiere, passiert sowas wie hier. Da ist hinten die Lava zwar scharf, aber der Basti im Vordergrund ist unscharf. Und deswegen muss man da echt ziemlich genau aufpassen. Also es ist dunkler, als man denkt. Und ich wollte halt die Brocken und die beiden unten scharf haben. Deswegen 6,3er Blende, aber die Kamera 4000 ISO, das ist überhaupt kein Problem. Das kann die ohne Probleme abfangen. Jane sagt auch Bildermessi mit Herzchen. Ja, bin ich. Tatsache, ich gebe es ja ehrlich zu. Das ist auch super. Herzlich willkommen im Club. Es kamen immer noch die Fragen, ganz kurz vielleicht noch zwischendrin, ob man Bridge, finde ich auch ganz interessant, nicht nur für Foto, sondern auch zum Beispiel für Video oder auch Illustrator und InDesign nutzen kann. Ganz genau, du kannst der Bridge, du kannst auch deine Schlagworte da verwenden, du kannst das alles für die ganzen Adobe-Programme zum Anschauen verwenden, du kannst auch kleine Filme mitgucken, du kannst es wirklich für alles von Adobe mit verwenden. Mhm. Und ich muss sagen, auf Bridge arbeiten wir im Moment ganz heftig bei Adobe, um es immer mehr, immer besser zu machen. Und ich habe das immer so gesagt, das ist so wie ein Hub zwischen allen Programmen. Da kann man alle Previews sehen, da kann man die Metadaten reintun, da kann man so viele Sachen machen. Und das sehr Coole sind eben auch die Werkzeuge. Da kannst du Scripts launchen, da kannst du automatisieren. Und eben so Sachen machen wie mehrere Bilder in einer Photoshop-Datei aufmachen auf Ebenen oder direkt sagen, okay, das in Photoshop aufmachen oder nach zu Illustrator schicken oder ist halt ein Hub. Ja. Und da ist quasi vielleicht auch der Unterschied. Eine Schaltstelle oder eine Schnittstelle, das wäre eine gute Bezeichnung. Super, Rufus, genau. Ja. Und das ist vielleicht auch so der Unterschied, weil sich bestimmt der eine oder andere fragt, okay, jetzt habe ich nur Sachen gesehen oder viele Sachen gesehen, die man auch in Lightroom Classic machen könnte. Ne? Also das Organisieren und auch eben dann die RAW-Conversion beziehungsweise die Bearbeitung. Und da ist praktisch der Unterschied zu Lightroom Classic, weil es eben nicht nur um Foto geht, sondern eben auch um andere Dateien, die man hier organisieren und schalten und verwalten kann, beziehungsweise sie auch eben, wie ihr richtig gesagt habt, nicht nur organisieren, sondern eben auch mit einem Makro, mit einem Skript versehen und ihm Befehle sozusagen noch dazugeben kann. Das ist so der grundlegende Unterschied. Ich zeige euch mal gleich, wenn wir das jetzt fertig bearbeitet haben, was man dann tatsächlich auch, das kann man nämlich wirklich direkt in Adobe Stock hochladen. Das finde ich auch noch total klasse. Das zeige ich euch gleich. Ich wollte so ein bisschen auch zeigen, dass es ja dieselben Funktionen hat wie in Lightroom Classic, dass man da auch alles damit machen kann. Zum Beispiel diesen Bereichsregler, mit dem ich jetzt nochmal selektiv die Farbtemperatur anpasse. Hier einfach ein bisschen mehr von diesem lila Dunst noch zugebe, aber jetzt nicht so viel. Und jetzt kann man tatsächlich über, eine Sache mache ich immer, bevor ich ein Bild irgendwo rausgucke, mir das auf 100% anschauen, ob das überall so passt. Ob nicht irgendwelche Artefakte da sind, gerade an den Kanten ist beim Vulkan sehr oft chromatische Aberration erkennbar. Das kann man hier mit dem Häkchen auch entfernen. Oder ob ich noch eine Bereichskorrektur brauche. Die beiden sind jetzt relativ dunkel. Die kann ich jetzt mal ganz einfach mit dem Regler noch ein bisschen heller machen. Der merkt sich die Einstellungen vom letzten. Das kann man jetzt wieder zurückgehen, Einstellungen für lokale Korrektur zurückgehen. Und jetzt hier, seht ihr, das ist total hell. Kann man es nochmal ganz hell belichten, wie eben im Lightroom auch. Ein bisschen heller mache ich die beiden noch. So. Und jetzt gehen wir wieder zurück, Ansicht einpassen, Bild öffnen und dann geht's im Photoshop auf. Dauert wahrscheinlich jetzt ewig, weil die Live-Übertragung das ganze System langsamer macht, obwohl es geht. Aber ihr seht, das geht nahtlos alles ineinander über. Und im Photoshop sind die ganzen Einstellungen dann mit drin. Neue Funktionen, super.
Ich habe übrigens auch gesehen, dass einige ganz neu dabei sind bei uns heute im Stream. Herzlich willkommen, nur dass wir es nochmal gesagt haben. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind jetzt ab jetzt jeden Tag dabei mit Adobe Live, ne? Und das wird eine super spannende Sache. Also jetzt ist Tag 2 quasi unseres täglichen Livestreams, was sehr, sehr cool ist mit der Ulla. Während das jetzt hier lädt, quetsche ich das nochmal dazwischen. Und wenn dieser Stream jetzt vorbei ist, dann geht es nämlich morgen um 11 Uhr wieder weiter. Und in der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall einfach mal auf Discord kommen, auf unseren Channel. Den findet ihr, den Link poste ich gleich nochmal. Findet ihr aber auch, müsstet ihr aber auch unten in der Description finden. Ja, in der Description. Ja, ist auch ein Link da. Genau, und da könnt ihr mit uns 24/7 chatten und auch euren Senf dazugeben. Also Discord ist wie so eine Art Forum von uns, beziehungsweise von vielen, aber auch von uns. Wir sind auch dabei und da habt ihr die Möglichkeit quasi über verschiedene Rubriken hinweg mit der Community zu chatten, euch selbst vorzustellen, eure Sachen mal zu zeigen, aber natürlich auch zu erfahren, wann es weitergeht, mit welchen Gästen und natürlich die neuesten Adobe News, die ihr dann von uns direkt und als erstes bekommt. Und eine interessante Sache, die man in Bridge machen kann mit diesen Camera Raw Sachen, die kann man direkt von Bridge zu Photoshop schicken als ein Smart Objekt. Und deshalb, Stimmt, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es einfach nur im Photoshop geöffnet, aber danke für den Hinweis. Das hätte ich tatsächlich auch machen können, direkt als Smart-Objekt. Toller Tipp. Ihr habt gesehen, ich habe es jetzt in Photoshop geöffnet. Ich habe es auch einfach jetzt der Einfachheit schnell gespeichert. Hier, PSD-Datei, kann man sich übrigens auch anzeigen lassen als Dateityp gefiltert, dass ich nur mein Photoshop-Dokument hier anzeigen lasse. Und das kann man auch ganz normal hier sichten, wie mit allen Adobe-Dateien. Und jetzt, das ist eine meiner Lieblingsfunktionen, veröffentlichen. Ich kann das nämlich direkt auf, also entweder Adobe Portfolio oder direkt bei Adobe Stock hochladen. Doch, sag nicht, das ist ein Live, wenn ich das Livestreaming mache, geht das nicht? Doch, doch. Ja? Oh, da, Adobe Stock, bist du eingeloggt? Ich habe das vorhin probiert und dann konnte ich das einfach hochladen. Okay. Aber so funktioniert es. Ja. Genau. Nee, ich glaube, ich habe heute Morgen, bin ich extra früh aufgestanden, habe das alles nochmal getestet und da ging das. Ich glaube wirklich, das ist jetzt, weil wir das live machen, da funktionieren einige Sachen ein bisschen langsamer oder so. Vielleicht geht es auch deswegen nicht. Aber ihr könnt es direkt hier bei Adobe Stock hochladen. Ihr könnt auch das halt beim Portfolio und einfach das weiterverwenden und mit den anderen, also man kann sich es einfach überall hinziehen und damit überall weiterarbeiten. Ein kleiner Tipp noch, damit es schneller geht, weil es ist tatsächlich ein richtig schnelles Programm. Also man kann da die Dateien, ihr habt ja gesehen vorhin, als ich die 1300 Dateien auf einen Schlag angeguckt habe, das war ganz, ganz, ganz schnell geladen. Das kann man fast in Echtzeit angucken und dann auch ganz schnell durchklicken, dass man sich die Bilder im Vollbildmodus anschaut. Das geht meiner Meinung nach als wirklich eins der schnellsten Sachen. Ich klicke hier jetzt einfach durch und es funktioniert ohne Probleme. Und da müsst ihr hier oben dieses kleine, schnelle Suche durch Bevorzugung eingebetteter Bilder anklicken. Hier kann man einstellen, wie die Miniaturqualität, die Vorschau sein soll. Auf 100% Vorschau rechnet der erstmal ein bisschen. Wenn ihr das schnell haben wollt, ist das der kleine, aber feine Trick. Super genau. Tipp, dann geht alles schneller. Sehr, sehr schön, ja. Und wollen für alle Langschläfer... Nochmal ganz kurz für alle Langschläfer, weil die Christine es gerade erwähnt hat, fand ich ganz lustig. Wenn ihr mal irgendwie meint oder wenn ihr mal keine Zeit habt und den Stream natürlich jetzt auch nicht unbedingt genau jetzt mit anschauen könntet, zum Beispiel den jetzt von der Ulla und mal zwischendurch weg musst oder arbeiten müsst, was ja auch die meisten hoffentlich noch tun, dann ist das kein Problem, denn ihr könnt natürlich im Nachgang auf jeden Fall alle Streams, die wir hier auch zeigen täglich, auf Behance, auf unserer Seite behance.net/live/de euch anschauen oder eben auch natürlich auf unserem YouTube-Channel, auf dem Adobe.de YouTube-Channel und da habt ihr die Möglichkeit, euch im Nachgang auch alle anderen älteren Adobe-Live-Sessions und natürlich unsere Dailies mit uns zu sehen. Jetzt darfst du weitermachen. Ihr habt gesehen,
Ich habe hier, ich mache ja immer ungefähr das Gleiche. Licht ein bisschen runter, Tiefen hoch, Weiß dazu, Schwarz ein bisschen Struktur. Das ist ja ungefähr immer das Gleiche beim Vulkan, vielleicht noch Dunst entfernen. Ich mache das ganz leicht für meine besten Bilder. Und da habe ich dann bei den ganzen Bildern schon so eine Grundlage an Bearbeitung. Dann gehe ich einfach nochmal durch diejenigen durch. Das hier ist viel zu dunkel. Das machen wir natürlich noch viel heller mit der Belichtung, aber so richtig viel steckt da nicht drin. Dann gehe ich einfach durch die Bilder durch und bearbeite die nochmal einzeln. Und ihr seht, das ist halt so eine grundlegende Bearbeitung, damit ich wirklich mir die besten Bilder aussuchen kann. Weil ganz oft ist es bei der Auswahl, wenn du sie nicht bearbeitest, du kannst nicht richtig sehen, welches dein bestes Bild ist. Und das finde ich einfach ganz, ganz toll, dass man das wirklich sehr schnell so umsetzen kann. Und ihr habt gesehen, ich habe innerhalb von jetzt einer Minute und nebenbei noch dabei quatschen, mir 4 Bilder bearbeitet, so dass ich sie aussuchen kann. Jetzt kann ich mich entscheiden, welches ist das Bild, was ich veröffentlichen möchte und welches ist das Bild, wo es sich lohnt, noch ein bisschen mehr dran zu arbeiten. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Es ist total unscharf, wenn ihr seht, man kann eben hier in dieser Vorschau auch auf 100% reinzoomen. Ihr seht, hier ist so eine absolute rote Linie um den Basti rum. Das sind die Gase. Plus, das kommen wir jetzt wieder zur Frage zurück, vorhin die Langzeitbelichtung. Hier habe ich 1,3 Sekunden belichtet. Ich wollte nämlich ganz bewusst diese, nicht diese einzelnen Brocken wie bei dem Bild vorhin, sondern diese Fontänen darstellen. Aber dieser Vulkan ist so heftig ausgebrochen, dass mein komplettes Stativ gewackelt hat. Und so viel zu dem Thema unscharfe Bilder. Mhm. Ich finde, das hat irgendwo was. Das sieht impressionistisch aus. Na? Schaut mal, wenn ich nah rangehe, dann leuchtet mein Gesicht auch vom Vulkan. Ich weiß auch. Oh Mann, es ist ganz schön heiß hier. Aber das war es tatsächlich auch. Aber so Sachen, impressionistisch, da kannst du auch noch so viel machen. Das wäre jetzt eins, wo ich da auch tatsächlich noch ein bisschen mehr so in diese Richtung Impressionismus bearbeiten würde, dass es noch mehr rauskommt. Und ihr seht, das ist fast schon wie so ein Gemälde, sieht das auf einmal aus. Noch ein bisschen mehr Schwarz dazu. Irina hat gesagt, das sieht fast wie ein Comic aus. Stimmt. Also so ein Zeichnung quasi schon, ne? Ja. Aber ja, Ölgemälde trifft es auch so ein bisschen. Ja, und ich sehe gerade, ich habe hier, seht ihr das? Ein Sensor-Flag. Da. Das ist auch super, ja. Ich habe nämlich einen Objektivwechsel gemacht, als der Vulkan ein bisschen ausgebrochen ist und gleichzeitig war da oben ein unglaublicher Wind. Ich habe die ganze Zeit so ein umsonst Peeling bekommen. Andere Leute bezahlen ja viel Geld, wenn sie so ein Asche-Peeling für die Haut bekommen. Da oben beim Vulkan gibt es das ganz umsonst. What Aber für peeling. Die Kamera ist es halt doof. hier, Makel entfernen. Tada. Na, jetzt. Und schon ist es weg. Geht also auch sehr schnell und sehr einfach. Und jetzt haben wir ein impressionistisches Bild. Wahnsinnig schön. Ja, danke. Richtig, richtig schön. Ja, die Feuerkunst, könnte man sagen. Ja. Lucia hat... Ja, sorry. Nein, mach du, Can. Ich wollte nur vorlesen, also Lucia hatte eben nochmal gefragt, übrigens, falls es verpasst hat, die liebe Via Lucia hat gestern auf Discord eine super coole Aktion gestartet für all diejenigen, die jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche sind nach Möglichkeiten, um ein bisschen passives Einkommen zu generieren, könnte man sagen, nämlich sie hat einen Shop für uns eröffnet, für unsere liebe Community und hat den Link auch auf Discord gepostet. Und bei dem Shop ist es sozusagen möglich, dass ihr eure Ideen oder eure Illustrationen, die ihr habt, als T-Shirt-Design quasi anbieten könnt, was ich sehr, sehr cool finde. Also nochmal vielen Dank an dich, Lucia. Das ist eine super coole Idee. Ich habe dich, glaube ich, gestern nicht so oft im Stream gesehen, deswegen nochmal an dieser Stelle super cool. Und sie hat eben gefragt, aus welchem Material denn dein Stativ ist, dass es das aushält. Das ist Carbon. Das geht gerade...
bei den Stativen mit der Asche, also die Beine gehen nicht wirklich kaputt, aber natürlich mit der Asche, mit den Köpfen und die Korrosion vom Vulkan, das wird halt öfter mal nass. Und wenn es regnet, ist es saurer Regen, weil der durch die aufsteigenden Vulkangase nach unten fällt und der macht dann einfach alles kaputt. Also deswegen halten bei mir die Stative nicht so lange, aber ja, ist halt Arbeitswerkzeug. Stativverschleiß. Hast du dann so eine kleine Ecke mit ganz vielen Stativen, die du so gestapelt hast? Ja. Nein, ehrlich, ohne Witze. Ist tatsächlich so. Also ich verwende die Manfrotto-Stative, teilweise auch Faisol. Und bei mir hinten, ich kann euch da jetzt leider nicht mitnehmen, aber ihr seht da hinten so eine Tür zwischen diesen beiden Bildern. Da geht es zu einer großen Kammer und da liegen ganz, ganz, ganz viele kaputte Sachen. Kaputtes Kletter-Equipment, kaputte Stative, kaputte Lichtstative, eine große Kiste für Sachen für eBay zu versteigern. Es geht natürlich ein bisschen was kaputt. Aber apropos passives Einkommen generieren und Ideen für Corona. Ich finde es super, dass man sich auch die Zeit nimmt und sich von anderen Sachen inspirieren lässt. Ich gucke unglaublich gerne so Video-Tutorials. Da gibt es zum Beispiel die Amy Vitale, die fotografiert auch wie ich für National Geographic. Die macht Online-Tutorials und da gibt es eine Plattform, das nennt sich Skillshare. Da kannst du dir ganz viele Tutorials zu verschiedenen Themen angucken. Das ist schön gebündelt, du kannst es gut finden. Auf YouTube ist es ja manchmal so zufällig, ob du gute Tutorials findest. Es gibt auch viel zur Bildbearbeitung. Und ich habe da für die Leute, die mich kennen, darf ich 2 Monate umsonst ein Probe-Abo vergeben. Also falls da von euch jemand Lust drauf hat, kann ich den Link auch posten. Das ist immer ganz gut, wenn man sich dann auch inspirieren lässt. Nach 2 Monaten muss man es kündigen, aber da kann ich euch ja dann auf meinem Instagram-Kanal nochmal dran erinnern. Was? Super, Ulla. Das war sehr, wirklich cool. Eine unglaubliche Reise durch deine Fotografie und durch die Welt. Vulkane und Völker, das war wow. Ich bin bereit für den Rest des Tages. Ja. Oh. Lass uns losziehen. Ja, ganz ehrlich, Can, wenn du magst, wir machen ja auch Expeditionsreisen. Also wir haben jetzt unsere Sommerreise tatsächlich verschieben müssen, aber im November, ich hoffe, da hat sich alles schon wieder beruhigt, dann sind wir an diesem Vulkan mit Fotobegeisterten. Wir haben die Tour, ich glaube 2, 3 Plätze sind noch frei und wir haben die Tour und Papua-Neuguinea, wo wir auch immer Fotoexpeditionen hinmachen. Das sind so die Träume, die man sich erfüllt. Aber wir haben auch noch Fotoworkshop in Südtirol, in den Alpen, bei uns. Also da kann man tatsächlich auch bei uns auf der Webseite fündig werden. So ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aber wir haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und deswegen haben wir auch immer eine lange Warteliste. Also falls ihr da mal Lust habt, auch bei uns direkt uns persönlich kennenzulernen. Das ist mein Mann Basti ist auch noch dabei und der Manuk, mein jetzt fast 2 Jahre altes Söhnchen. Falls ihr da mal Lust habt, uns kennenzulernen, schaut auf der Webseite vorbei oder bei Instagram, da mache ich auch ziemlich viel. Ja, und genau. Der Tim tut dir alle Links in den Chat. Der Chat bleibt noch ein wenig offen. Und genau. Ihr habt die Möglichkeit, auf jeden Fall. Auch. Danke, Ulla. Das war Applaus, Applaus. Ja. Und toll Bridge erklärt. Super, hast du super das gemacht. Cool. Vielen lieben Dank, Ulla, auch von meiner Seite. Genau, schaut euch die Website auf jeden Fall an. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, die Ulla auch selbst zu kontaktieren, wie sie auch gesagt hat, auf Instagram. Ich muss mir das noch mit der Expedition überlegen. Ich habe eher die Angst, dass andere Leute drumherum welche bezahlen würden, um mich dann in den Vulkan reinzuschubsen, so, wenn ich schon mal da bin. Ne, so. Weg ist er, ups. Aber für euch auf jeden Fall im Chat, wenn ihr, da habe ich schon den einen oder anderen gesehen, der geschrieben hat, ich hätte da Lust drauf. Guckt es euch an, ist auf jeden Fall eine super coole Sache und wenn ich eine perfekte Ausrüstung dafür habe, dass mich da keiner reinschubsen kann, überlege ich es mir auch. Da sorgen wir schon dafür, lieber Can. Wir wollen dich ja wiedersehen und wieder noch so schöne viele Tutorials gucken. Vielen Dank, Ulla. Sehr, sehr gerne und bis hoffentlich bald wieder. Genau. Tschüss. Für euch geht es jetzt morgen weiter. Tschüss, Ulla. Und für euch geht es morgen weiter. Auf jeden Fall ab 11 Uhr einschalten wieder. Da geht es weiter. Und ich kann noch nicht so viel verraten, beziehungsweise ich will noch nicht so viel verraten. Es geht um das Thema Illustration. Und zwar von einer Dame, die ihr eigentlich schon über XD kennt. Das heißt,
Ich kenne die Dame, aber ihr kennt, habt wahrscheinlich noch nicht gesehen oder zumindest noch nicht so oft gesehen, dass sie das macht, was sie uns jetzt morgen zeigt, zumindest nicht hier auf Adobe Live. Und da bin ich auch schon ganz gespannt darauf. Also auf jeden Fall morgen um 11 Uhr einschalten. Wir freuen uns auf euch und gleich geht's auch weiter auf Discord. Ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss.